An der schönen blauen Donau im Winter. Klingt gut, oder? Ich muss euch aber enttäuschen. Das hier sind Fake News. Ist euch die Quellenangabe aufgefallen? Da hätten wir gleich misstrauisch werden können. Ein Beitrag von keine Angabe? Gerade wenn viele politische Ereignisse anstehen, werden wir immer häufiger mit Fake News konfrontiert. Sie manipulieren die öffentliche Meinung und können das demokratische Fundament erschüttern. Ich bin Iris, Journalistin und Faktencheckerin bei BAIT. Und gemeinsam wollen wir Fake News endlich checken. Wichtig dafür, die Überprüfung der Quellen. Heute habe ich 4 knackige Tipps mitgebracht, damit wir am Ende die Glaubwürdigkeit von Quellen besser beurteilen können. Erstens gibt es Quellen. Der erste Tipp liegt auf der Hand. Um die Glaubwürdigkeit von Quellen zu überprüfen, müssen wir erst einmal kontrollieren, ob es überhaupt eine Quelle gibt. Checkt also ganz zu Beginn, ob die Quelle, die die Information liefert, auch tatsächlich existiert und vertrauenswürdig ist. Zweitens, wer hat den Artikel geschrieben? Ist eine Autorin oder ein Autor angegeben? Oder steht da etwa wie in unserem Beispiel KA, also keine Angabe? Seid besonders misstrauisch bei anonymen Quellen. Wird keine Autorenschaft angegeben, ist das sehr, sehr unprofessionell. Drittens, gibt es Zitate? Achtet darauf, ob es Zitate gibt und welche Quellen zitiert wurden. Sind sie seriös? Verweisen sie auf Studien, offizielle Berichte oder ExpertInnenmeinungen? Sind diese Quellen neutral und bieten eine ausgewogene Darstellung oder vertreten sie eine einseitige politische oder ideologische Meinung? Viertens, Cross-Checking. Zu guter Letzt, Cross-Checking. Das bedeutet zu überprüfen, ob sich die Nachricht auch auf anderen Nachrichtenplattformen finden lässt. Bestätigen mehrere vertrauenswürdige Quellen diese Information oder nicht? Die Glaubwürdigkeit von Quellen zu überprüfen ist also gar nicht so schwer. Das hilft uns, Falschmeldungen auf die Schliche zu kommen. Schaut doch auch bei unseren weiteren Folgen rund um das Thema Fake News vorbei. Bis dahin, bleibt kritisch und hinterfragend.